Die Stadt New York hat sich an einen Anstieg der Gewalt in den letzten Wochen ja fast bereits gewöhnt. Doch dieser Mordfall hat neuerlich Schockwellen durch den Big Apple geschickt. Es ist ein Mord wie aus einem Horrorfilm. Der Tech-Unternehmer Fahim Salem wurde in seinem Apartment von einem offensichtlichen Auftragskiller getötet, seine Leiche dann zerstückelt. Der Killer war gekleidet ganz in Schwarz, fast wie ein Ninja-Kostüm. Das jedenfalls zeigen Videos von Überwachungskameras. Der Killer hat dann offensichtlich versucht, die Leiche des Unternehmers verschwinden zu lassen. Deshalb wurde die Leiche zerstückelt, mit einer Kettensäge der Kopf abgetrennt, wie auch die Gliedmaßen, das alles verpackt in schwarzen Plastiksäcken. Doch als der Killer offenbar die Leiche verschwinden lassen wollte, ist die Schwester des Opfers in das Apartment gekommen. Der Killer hat dann die Flucht angetreten. Jetzt ermittelt die Polizei über die Hintergründe, sucht nach dem Mörder und auch den möglichen Hintermännern hinter dieser grauenhaften Bluttat. Fahim Salem hat Geschäfte gemacht in Nigeria. Er hat dort eine Motorradverleihfirma gegründet. Er hatte auch mehrere Apps produziert in den USA, wie auch Geschäfte gemacht in Kolumbien. Die Polizei sagt, dass es möglicherweise finanzielle Hintergründe geben könnte als Mordmotiv. Jetzt werden offensichtlich alle Geschäftsverflechtungen des Millionärs unter die Lupe genommen. Seine Familie hat in einem Statement sich entsetzt gezeigt und hat gesagt, die Polizei solle alles tun, um diesen bestialischen Killer hinter Schloss und Riegel zu bringen.